Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Little Big Workstation. So, ich nutze gerade die Chance der verschiedenen technischen Geräte, ne, des neuen Rechners, weil jetzt gerade im Hintergrund die Folge 24 rendert, die also gestern rausgekommen ist, die erste, die ich mit dem neuen Gaming-PC aufgenommen habe, in der neuen Konstellation und Konfiguration. Ja, und ihr könnt ja mal... Ja, ich habe das Gefühl, das Mikro übersteuert noch ein bisschen, obwohl ich das schon ziemlich runtergesetzt habe. Wobei, er hat es nicht... Warte mal, ich fahre mal das Mikrofon ein bisschen runter, oder? So, was ist denn so meine normale Lautstärke? Gehen wir mal minus 3 Dezibel. Ich hoffe, dass das jetzt etwas besser wird, denn das ist unter Mikro beziehungsweise unter Kopfhörern, finde ich das immer sehr, sehr schwierig herauszufinden. Dafür würde ich die Hintergrundgeräusche mal auf minus 7 Dezibel ungefähr setzen. So. Ihr könnt ja mal einen Kommentar ablassen, ob der Sound für euch so okay ist. Weil das Problem ist, wenn ich den hier unter Kopfhörern höre... Nein, nicht. Ja, das Blöde ist, ich war gerade wieder im OBS und habe dann eine Taste gedrückt. Das ist ganz ungünstig. Aber die Aufnahme scheint noch zu funktionieren. Ja. Ja, das sind alles Dinge, die kommen jetzt. Das wird besser. Ich schwöre, ehrlich. Es wird super. So, wir haben weiterhin kein Geld, aber wir sind nicht pleite. Es hat ja Menschen gegeben, die haben behauptet, wir wären pleite. Das ist natürlich ihr Glaube. Wir sind halt nur stark verschuldet. Aber wer weiß das schon. So. Was sagst du? Wir nehmen übrigens jetzt mit 60 FPS auf und in, was ist das? UHD? QUHD? 2560x1440. Also, ab jetzt sind die neuen Aufnahmen, sollten dann, wenn sie nicht aus Versehen noch mit dem alten Rechner gemacht werden müssen, sollten also von der Qualität her auch nochmal einen deutlichen Schub nach oben geben. Auch das dürft ihr natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, wie sich das bei euch auf eurem Gerät entwickelt. Gerne auch dazu schreiben, hör mal, ich gucke deine Dinger nur auf dem Handy oder auf dem Tablet oder auf dem Fernseher oder auf dem PC oder Laptop oder wo auch immer. Dann kriege ich vielleicht ein ganz gutes Bild, denn am Ende können wir ja mit kleinen Einstellungen vielleicht einfach noch dafür sorgen, dass es noch ein bisschen besser wird. Und am Ende soll es ja auch für euch besser sein. So. Ja genau, draufwerfen, Pause machen, richtig. Ist nur eine Star, weil deine Kollegen haben schon alles leer gesoffen. Bleib ruhig noch liegen. Komm, mach dir nicht so einen Stress. Ja, das reparieren wir noch nicht. Das wäre so schön, wenn wir mal fett ins Plus kämen. Ne? Ich weiß halt nicht, die 27 Sandkasten-Kids. Ist ja nicht mehr so lange. Na, dann können wir ja zu einem besseren Preis nochmal verkaufen. 207 können wir uns merken, dann können wir mal gucken, was das hier für eine Steigerung ist. Danach kommt nichts mehr, also das brauche ich nicht mehr aufwahren. Und dann hätten wir die hier, da wäre natürlich, ne, 106. Wäre natürlich schön, wenn wir dann hier für wahrscheinlich 107,2 oder so verkaufen. Und dann haben wir die Dinger, die gehen natürlich auch, 371, die gehen natürlich schön nach oben. Dann hätten wir eventuell die Möglichkeit, dass wir noch einen Pausenraum bauen. Wobei ich mit den Pausenräumen, irgendwie bin ich mir da immer noch nicht sicher. Muss der größer sein? Müssen da andere Sachen rein? Was ist denn, wenn ich den Tisch zum Beispiel rausnehme und dafür dann sowas wie ein Videospiel da reinbaue und einen Fernseher? Das haben die ja noch nicht. Das würde doch dann zu einer Verbesserung führen, oder? Was meint ihr zu dem Vorschlag? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Habe ich eigentlich schon Danke gesagt für alle, die letzten Folgen so zahlreich kommentiert, geliked und promotet haben? Wenn nicht, dann vielen Dank für euch. Also für eure Unterstützung. So. Ja, es ist nichts mehr zu tun, ne? Dann können wir die doch eigentlich auch reparieren wieder. Machen wir die einsatzbereit fürs nächste Mal. Nicht rumstehen und Geld kosten.
Malochen. Arsch. Sag mal, wir haben doch hier Gelb. Gelb ist Holzspezialist. Und du bist Montagespezialist. Und du bist Transporteur. Und ihr seid Bediener, allgemein. Das heißt, euch könnte ich dann noch später, wenn wir genug Punkte haben, haben wir aber nicht. Dann könnten wir das hier machen. Mhm. Kommt alles noch, keine Hektik. Immerhin haben wir 4 Tassen Kaffee frei. Ist doch schon mal was. Was sagst du? Neue Aufgaben. Ich kümmere mich gleich mal drum. Jetzt können wir aber erstmal verkaufen, ne? So, komm hier. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn Schönes. Sandförmchen. Nein, das geht raus. 38 Einheiten, 30 haben wir. Jetzt weiß ich natürlich nicht, warum da 38 sind, aber ist mir egal, weil wir können unsere 30 Einheiten verkaufen. Das wird ein wenig Geld bringen. Hier hoffen wir, dass wir über den nächsten Tag kommen. Ich glaube zwar nicht dran, so viel wie die kosten, aber... Ich mach mal nichts Neues, die sollen mal hier in Ruhe arbeiten. Die haben immer noch kein einziges Videospiel fertig, aber immerhin 80% ist schon fertig. Klar, die haben alles gegossen, alles zusammengeschraubt. Eigentlich müssen die jetzt nur noch die Videospiele, ne? Gut, hier werden noch so ein paar, was haben wir denn noch? Wir haben 17 davon, 8 davon, 8 davon. Achso, wir brauchen ja auch 2, richtig. Das heißt, die machen jetzt noch die letzten Controller fertig und dann können die anfangen, die Dinger zusammenzubauen. Ja, an der Stelle macht das doch einen ganz guten Eindruck, oder? Guck mal, hier helfen auch ganz viele. Damit die auch schnell wieder in Pause gehen können, weißt du? Wenn ich den abbaue, wird der dann zu 6? Weil so ein Tisch bringt normalerweise 6, genau. Also 6 Punkte. Nicht, dass das jetzt wieder missverstanden wird. Hat sich doch gut gelohnt, oder? Aufnahme läuft noch? Ja, alles klar. Schnittprogramm ist zum Drittel schon fertig. Und das ist jetzt schön, ne? Weil jetzt kann ich komplett aufnehmen und gleichzeitig den anderen Rechner zum Schneiden schicken. Das ist schon geil, was vorher ja nicht ging. Also jetzt kann ich ein bisschen Zeit sparen. Bedeutet noch ein Video mehr. Nein, bitte nicht. Deswegen auch nicht wundern. Das kann natürlich jetzt in den nächsten Tagen noch zu leichten Verschiebungen kommen. Weil das alles sich erstmal auch einspielen muss. Ihr wisst ja, mit den alten Männern, wie das so ist, ne? Was sagt er? Juhu! Stopp! Ja, jetzt verliert ihr nämlich. Das ist mir kackegal. Einen Kühlschrank habe ich auch noch nicht, ne? Genau.
Moni. Moni. Papus. So, das sind nochmal 8 Tassen mehr. Siehst du, hast du gesehen? 35 Tassen kann der jetzt machen. Vielleicht wird es jetzt besser. Ja, dann könnten wir doch eigentlich den nächsten Plan versuchen, oder? Ich mach mal Pause, weil wir haben schon wieder kein Geld. Von den Aufgaben. Wir könnten doch hier, wie viel sollen wir denn machen? 14 Spielzeugessen für mich herstellen. Ja, das sollten wir eigentlich hinkriegen, oder? Das hatten wir ja auch alles schon mal. Hier stimmt aber was nicht. Wir müssen uns um anderen Plastik kümmern. Gut, da stimmt auch was nicht. So, also die Getränkehalter machen wir aus dem Bioplastik und den Rest machen wir so. Muss ich das denn jetzt festlegen? Nö, ne? Oder? Weiß ich gar nicht, wie habe ich das denn damals gemacht? Wir können die natürlich einzeln herstellen. Muss die Maschine nicht umgebaut werden. Die Frage ist natürlich, kann ich mir das leisten, ne? Da war doch irgendwas mit Steuerung, ne? So, und dann muss das nur gestrichen werden. Ich hoffe, das ist alles verknüpft. Das muss dann zusammengebaut werden. Das machen wir hier hin. So, ja, dieses Bündel, das habe ich noch nicht verstanden. Also wenn du bündelst, wird ein Produkt in Bündeln von 5 Stück produziert, sodass mehrere Arbeitsplätze parallel arbeiten können. Macht hier nicht so viel Sinn, ne? Das war ja wieder knapp. So, dann fangt schon mal an, Leute. Los. Warum arbeitet hier kein Montagespezialist? Das heißt, du bist doch Montagespezialist, oder? Ja, Gumpa Gumpa. Und weg ist er. Richtig, du stinke faule Sau, du. Unglaublich. Gumpa Gumpa Gumpa. Helft ihr bitte mal. Hallo. Na gut, dann lasst es mit dem Helfen. Schön umrüsten, ja. Wenigstens tut hier mal einer was. Die machen mich fertig, ehrlich. Die machen mich fertig. So, helfen. Nee, wir brauchen aber noch eine Stunde hier an der Maschine rum und dann trinken wir erstmal 8 Mark Kaffee. Was mit dem Helferpack? Pause, ist klar. Gumpa, 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 ne? Mhm. Los, Gumpa, Gumpa arbeiten, Freund. Ich sag ja, ich müsste hier stehen mit der Peitsche. Immer drauf. Zack. Ich kann meine Ansicht gar nicht ändern, ne? Was ist das denn hier? Tisch. Verkaufen, habe ich doch schon gesagt, oder? Ja, können müde Arbeiter lästern. Mhm. Hast du den Chef, der hat schon wieder gesagt, ich soll was arbeiten. Das ist vielleicht ein dumme Sau. Mhm, meine Freunde. Euch werde ich noch aber ganz gepflegt in den Hintern treten. Wenigstens fangt er schon mal an, das ist ja schon mal was. Wir hängen ein bisschen zurück, aber das kriegt ihr schon hin. So, wer kommt jetzt? Krieg ich jetzt Geld? Was machst du?
Du brauchst hier nicht hoffen, dass dir geholfen wird. Nicht mit den schwäbischen Mitarbeitern hier, du. Die sind ja vielleicht faul. Jetzt laufen sie mal, weil jemand da ist, weißt du? Weil wir zugucken, deswegen laufen die. Wenn die Kamera aus ist, dann klatsch fallen die hin so. Unglaublich. Aber das haben wir gut hingekriegt hier. Also das muss ich mal lobend für uns alle erwähnen. Wir haben hier unser Lager. Das werden wir noch umbauen, ne? Also ich werde noch... Komm, das bauen wir einfach mal hier hin. Dann werden wir das ein Tickchen verkleinern und dann mache ich da eine Wand rein. Dann ist der Raum ein bisschen kleiner und dann können wir hier noch einen Aufenthaltsraum hinmachen. Aber bis jetzt scheint es ja ganz gut zu funktionieren, ne? Muss man im Zweifel eine Blume, die doppelt ist, rausnehmen. Wenn man da noch was hinkriegt. Wo ist mein... Da. Mal gucken, wenn wir hier eine Tür reingezogen kriegen. Oder wir müssen die Tür hier reinmachen. Aber ich glaube, das geht nicht, ne? Du kannst keine Tür in so ein Lager, oder? Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Wir können auch im Zweifel die Mauer hier hin machen, weißt du? Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Die Tür einfach versetzen geht nicht, ne? Nee, geht nur abreißen. So, ihr macht aber euren Job, ne? Ihr seid noch nicht im Plan soll. Ich will euch ja nicht hetzen, aber... Ein Viertel rum. Mhm, wir brauchen Geld. Schafft ihr das, die Dinger fertig zu kriegen? Bevor das hier alles lackiert ist? Das geht. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Also ich bin noch nicht entspannt, weil rot, ne, minus, aber wir sind auf dem Weg. Es wird. Wenigstens haben wir Licht hier in der Werkstatt. Ist ja auch schon mal was. Und das ist ja das Schöne, wenn das hier alles gequetscht wurde. Hier ist ja nichts mehr im Lager, ne? Das heißt, wir haben ja nur noch hier die Sachen... 6, 5, 6, also ne, noch 6 Dinger müssen gemacht werden. Wir haben also noch nicht mehr die Hälfte rum. Aber wir sind im grünen Bereich. Und das könnte, bis die fertig sind, sollte das hier auch alles im Lager liegen. Das muss kacken? Ach ne, das sah so aus, als wenn er die Hände auf dem Hintern hatte. Ja, ich habe manchmal seltsame Ansichten. Also es sieht so aus, als wenn wir mit 35 Tassen Kaffee ganz gut hinkämen. Ich bin ja am Überlegen, ob wir nicht eine Kaffeemaschine rausschmeißen sollen. Vielleicht dann noch ein Videospiel dahin oder sowas, weißt du?
Dass wir einfach zu viel Automaten haben auch. Aber ich lerne dazu, es wird besser. Gut, dann lassen wir sie noch ein bisschen arbeiten hier, wa? Und dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne wieder zu einer neuen Runde von Little Big Workstation oder in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Vielen Dank und wenn es gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Bis dahin, ciao, ciao!